Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, wir sind jetzt mitten im Erntestress und dabei habe ich noch nicht mal angefangen, Gras zu machen. Beziehungsweise, ja, alles Mögliche, was mit Gras zu tun hat. Ich bin erstmal nur am Getreide dreschen. Aber das passt ja schon. Und hier müssen wir dann mit dem Trecker noch zur 44 fahren. So. Let's go. Das passt. Eieiei. Das ist echt viel zu tun. Moment mal. Einer ist hier hinten beim Laden. Den können wir theoretisch zur Tierzucht schicken. Mal ein klein bisschen mitnehmen. Ja, dass der auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung dann fährt und nicht mehr allzu weit haben. So, das ist Feld 71. Müsste passen. Und er hat abgeladen bei der Ölmühle. Das ist natürlich auch praktisch für uns. Dann können wir da zumindest mal einschalten. Und zwar das Rapsöl. Das brauchen wir ja auch. Das Rapsöl brauchen wir dann. So, wunderbar. Also das haben wir zumindest schon mal so weit jetzt drin, dass das produziert wird. Und wir haben ja hier noch ein LKW. Mit dem holen wir dann Muscheln, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob der überhaupt da hinkommt, ne? An den Fischer Muscheln laden. So, genau. Und dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal richtig bei den Big M's. Gucken, dass ich hier vielleicht irgendwie mich so hin positionieren kann, dass ich hier auch aussteigen könnte und mich bewegen kann. Nein, natürlich nicht, aber ich schaff's, den zumindest mal so ein bisschen nach vorne zu wippen. So. Immer noch nicht, also irgendwie ist das ja gerade ein bisschen verhext, aber jetzt. Jetzt hat's geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Und ich bin natürlich jetzt wieder direkt in den Falschen eingestiegen. Das ist natürlich wieder Weltklasse, ne, von mir. Moment, ich fahre jetzt hier einmal querfeld ein. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier wieder mich festfahre. So, das ist dann hier erstmal Feld Nummer Uno. Kurs laden, Man Big M. Erster Wegpunkt, Adios. So, dann haben wir den hier. Wo gehen wir denn da hin? Ich würde eigentlich schon fast sagen, da gehen wir auf die 14. Dass wir dort zumindest mal mähen können. Oh, da ist einer bei der Mehlfabrik angekommen. Das finde ich super. So, da kann der hier nämlich schon mit direkt weiterfahren. So, und der ist angekommen bei der Tierzucht. Ja, da können wir auf jeden Fall immer wieder mal so ein klein bisschen ja, weitermachen, verändern, etc. Also jetzt kriegen wir doch so langsam kein Heu mehr richtig hin, ne? Das ist wieso wird jetzt hier Luzernenheu nicht angenommen?
das ist jetzt ja echt doof. Och, Menno. Ja, Ballenlager laden, also jetzt. Das ist jetzt gemein. Aber egal. Da müssen wir hier natürlich weitermachen mit den Big M's. So, dann darf hier einer auf die 45. Oh ja. 45 und ich guck, denkst mir so, ja, irgendwas in den 50ern. Nein, natürlich nicht. Naja, es ist ja. Obwohl, ja, komm, wir können den Kurs hier laden. Oder? Nein, wir haben ja die Zeit. Wir haben die Zeit, also können wir das machen. Das passt. So, dann kann der nämlich da auch schon mal losfahren. Oh, und der ist dann zur 74, müsste das sein. Und nochmal ganz kurz. Ja, 74. Etwa erster Wegpunkt. Jetzt legen wir hier schon mal direkt los mit dem Gras. So, der ist angekommen bei Feld 14, fährt auch direkt weiter. Das gefällt mir. Und es sind jetzt einige angekommen und warten halt. Theoretisch können wir auch jetzt mal wieder die 68 oder mal die 68 hier abbunkern, weil der steht hier so einsam und verlassen, beziehungsweise nee. Es könnte sein, dass alles sogar reingeht. Oder holen wir uns lieber nochmal eine Fuhre Leinsamen. Also, Autodrive steht ja. Aber theoretisch. Theoretisch müsste doch der dann den Drescher rufen, sobald es fix ist. Dann war der hier 2 und. Wohin ging der Ölmühle? Ja, dann war der hier. Nein, Moment, dann habe ich den hier jetzt falsch, ne? Nun, Leinsamen, da sind wir ja hier an dem Feld. Nein, eben nicht. Hier ist Mohn. Ups. Hier ist Mohn. Das heißt, wir müssen zu 72. Aber da werden wir das Problem haben, dass der da nicht durchfahren kann. Och. Dann helfen wir dem jetzt mal ganz kurz. Könnt ihr mal ganz kurz wegschauen, bitte? So. Ansonsten, der da hinten, der wird uns sonst die ganze Zeit blockieren. Und das möchte ich eben nicht. Der dreht nochmal die Ehrenrunde. Das. Nee, nee. Ich warte keine 7 Minuten, bis der wieder da ist. So. Ich warte keine 7 Minuten. Kollege Schnürschuh. So sieht es nämlich aus. Das passt dann. Schon eher. Sind die halt. Ah, ich muss ja den auf den Drescher entladen stellen, ne? Dass es nämlich autonom vonstatten geht. So, theoretisch. Muss ich jetzt nur warten. Auf Ruf warten. Bei dem müsste ja 71 drinstehen, das passt auf jeden Fall. Bei dem steht 68 drin. Und wenn ich jetzt den hier auch auf das hier stelle, wo soll denn der das abladen? Was ist denn das nochmal? Das müsste doch der Mohn sein. Und den Mohn hätte ich ja auch gerne im Silo. So, der wartet eben drauf, bis der den ruft. Also alles gut. Der ist auf die 72 gestellt, das passt auch. Da ist der hier auf der 72, können wir ihn ausschalten. Das
Das passt auf jeden Fall auch. Der ist dann bei 67 gestellt. Und da müsste doch jetzt hier gleich irgendwo einer angerauscht kommen. Big M. Big M ist gestoppt. Warum auch immer. Oh, das müsste der hier hinten sein. Da hinten ist was passiert. So, aber das ist dann unser Weizenfahrer. Und den muss ich erstmal umstellen. So, genau. Wird blockiert. Ja. Müssen wir jetzt gucken, dass wir die Blockade wieder lösen. So. Müssen wir halt nur mal ganz kurz gucken, wo beginnt der Kurs. Aber der müsste ja theoretisch hier hinten reingehen. Rein theoretisch gesehen müsste der hier wieder starten. Schauen wir mal, ob das passt. Also das passt auf jeden Fall. Muss entladen werden. Der ist sogar schon voll. Flachs. Das können wir doch theoretisch bei der Textilfabrik abladen. Müssen wir uns halt nur erinnern, wohin der fahren muss. Textilfabrik. Ja, bei Wolle abladen, theoretisch. So, dann ist der hier schon mal angekommen. Müssen wir einlagern, dann muss ich mal gucken, dass ich hier eben noch die Luzerne eintrage. Das ist halt ein bisschen doof gelaufen. Aber ist es halt so. Ja. Erstmal gibt es das Luzerneheu für unser Lager. Da ist kein Parkplatz zugewiesen. Also irgendwie stimmt hier jetzt hinten und vorne wieder nichts. Ja, genau. Das war gut so. So muss es sein. Ich wollte den einfach nur wenn gerade schieben, ne? Ich glaube, hier hinten ist eh aktuell keiner, deswegen können wir den da hinstellen. Ja, der mäht hier schon mal ganz, ganz fleißig. Dinkel, Raps und Co., das müssen wir natürlich auch noch alles anpassen. Natürlich einmal hier auf Abfahrer einstellen. Nein, Verkauf Reifeisen natürlich nicht. Das auch nicht. Das können wir theoretisch sagen, das tun wir in die Raffinerie bringen. Muss entladen werden. Und da sehen wir auch schon, wie der da hinten angefahren kommt. Also das passt auf jeden Fall. Und der ist auch hier angekommen und fährt Richtung Startpunkt. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier stellen wir einmal auf Abfahrer hier hin. Auf das andere Feld. So, und Dinkel war auch Mehlfabrik. Dinkel war auch Mehlfabrik zum Abladen. So, passt. Und als nächstes schauen wir einfach mal hier beim Fischer hier vorbei. Der hatte hier ein little bit Problems.
Ich versuche das einfach jetzt mal so ein bisschen zu automatisieren. So. Muscheln, das sind nicht allzu viele Muscheln. Also so viele Muscheln kriegen wir hier nicht mehr raus. Aber gut. So. Also viele Muscheln sind es halt nicht. Aber den müssen wir dann zum Hof schicken. Warte mal ganz kurz, bis er geladen hat. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.